بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind jetzt mit unserer 10. Lektion und jetzt werden wir mit den Mudud anfangen. Der Med ist die Verlängerung. Mudud ist die Mehrzahl. Und unsere erste Regel wird dann Al-Maddu al-Tabi'i sein. Al-Tabi'i, das Normale, das Originale. Und das Normale ist dann eben hier Elif, Wau und Ja. Das sind die, die man ganz am Anfang eigentlich lernt. Und das sind dann eben die Mad al-Tabi'i, wo wir dann ganz normal zwei Verlängerungseinheiten machen. Als Beispiel haben wir dann Qala. Jetzt mit Verlängerungseinheiten muss man auch verstehen, dass man damit meint, wie zwei Bewegungen. Wenn man zum Beispiel zählt, dass man dann eben zum Beispiel Qala, als würde man zwei Finger öffnen, wenn man eine Faust hat. Oder wenn man die Hand offen hat, dass man eben dann zwei Finger schließt oder zusammendrückt. Das sind dann eben zwei Verlängerungseinheiten. Einige Lehrer werden vielleicht sagen, 2 Sekunden. Das sagt man warum? Damit die Schüler sich daran gewöhnen, dass sie lang verlängern. Denn mit der Zeit oder wenn sie alleine lesen, werden sie es kürzer machen. Dann gewöhnt man sie oder man lässt sie sich gewöhnen, dass sie lang verlängern. Also, Qala zum Beispiel. Das ist bei einem Elif. Und beim zweiten Beispiel haben wir den Wau, Yaqulu. Qila. Das ist der dritte Beispiel mit dem Ja. Und in einem Wort haben wir dann zum Beispiel alles im Koran. Sa'altumuniha. Ebenso möchte ich hier betonen, dass eine Verlängerung vielleicht die Bedeutung ändern kann. Und somit dann das Gebet zum Beispiel ungültig ist. Und ebenso, wenn man ganz normal mit den Menschen reden möchte und vielleicht eine Verlängerung lässt oder vergisst, dann kann man dich nicht oder dann kann man nicht verständlich sein. Also man kann dann dich nicht verstehen. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.